Hallo und herzlich willkommen allen, die auf YouTube die Zusammenfassung anschauen. Aber erstmal einen Schluck Kaffee auf das. Wir haben ja echt Riesenprobleme, weil dieses Kabel von der Tastatur schon ewig rummacht und murkst und überhaupt. Ich habe jetzt diesen Adapter mal ein bisschen entschärft oder geschärft oder wie auch immer. Das war dieser Nintendo-Adapter, der dazwischen war. Den habe ich jetzt mal komplett rausgelötet. Und habe die Kabel hier direkt zusammengelötet. Also die Massen von dem Ausgangskabel und von dem Kabel, was da vorne in diesen SAT-Adapter, HDMI-Adapter geht, habe ich direkt zusammengelötet. Ich kann auch diesen HDMI-Adapter theoretisch direkt hier reinstecken, hat auch nichts gebracht. Ich habe jetzt Folgendes geändert, und zwar, ich habe jetzt hier die zwei Kontakte mal direkt zusammengelötet über einen Widerstand, glaube 10K, 6K, 8, irgendwie sowas habe ich da drin, 68K, keine Ahnung. Weil mir aufgefallen ist, man sieht jetzt gerade, muss man irgendwas drücken, damit er überhaupt was macht, man sieht jetzt gerade kein Bild, und wenn ich dem hier ein bisschen Modulation mitgebe, gerade, ich glaube, der Widerstand war ihm dann tatsächlich zu groß, wenn ich mich richtig entsinne. Man sieht jetzt da im Prinzip so ein weißes Kästchen drin. Und wenn man, opa, jetzt ist mal der Widerstand runtergefallen und in die Schaltung rein. Das ist auch nicht so ideal. Und wenn man, jetzt sieht man, ich tippe auch gerade was. Also die Tastatur macht was, das hat man ja schon mal. Und je nachdem, wie ich das jetzt moduliert kriege, wie schlecht und wie gut. Aber da noch ein bisschen, ich habe jetzt wieder ganz viel rumgestellt. Ich weiß schon mal, was ich alles gemacht habe. Und wenn ich den da mit diesen Widerständen irgendwie blöd verstimmt hatte, mit passenden Werten, so wie jetzt zum Beispiel, dann kann man es eigentlich schon immer so kurz lesen. Also eigentlich, man hat schon so, ich weiß nicht, ob ihr das seht im Rauschen beim Stream, aber man sieht jetzt hier schon so ha, 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 ha. Aber wir können mal schauen, was vorne reingeht ins HF-Signal. Ich komme mal auf Auto. Das ist mit dem Auto ganz gut. So, da haben wir jetzt das Signal, das eigentlich eh gar nicht mal so schlecht ausschaut. Wir haben hier, ich komme mal auf Pause, wir haben hier ein schönes Signal. Ja, das sollte dann eigentlich das Videosignal obendrauf nur sein, was er drauf modelliert. Also das schaut eigentlich so aus, wie es erwarten wird. Matthias hat mir das hier geschickt. Die nehmen einen 555er Audio-Transistor. Im Prinzip mit einem 555er Widerstand-Transistor und so weiter. Ja, also ich hätte gesagt, wir löten das jetzt einfach mal auf. Oder was sagt ihr? Das ist jetzt ja nicht so, das da, was der Mainz da geschickt hat, das wäre jetzt ja mal schnell aufgebaut und getestet. So, jetzt müssen wir hier mit dem Signal rein. Da haben wir 5 Volt und da hinten haben wir Masse. Ich bin mal neugierig, wie wir das jetzt hinkriegen. So, da haben wir Masse, also schwarz. Dann haben wir 5 Volt. Das ist nämlich, wie man der schwarzen Farbe erkennen kann, sind das 5 Volt. Und dann haben wir noch mit schwarz, also mit dem Schwarz hier, haben wir noch das HF-Signal da unten. Oh, das ist das ZX81-Signal dazu. Also irgendwas passiert. Also irgendwas macht da. Wer kriegt nicht synchronisiert scheinbar. Ist jetzt nicht so, dass wir das nicht schon mal gesehen hätten heute, ne? Möchte ich jetzt an der Stelle kurz bemerken. Schaut nämlich exakt so aus, wie das, was wir vorne dran haben. Der ist da dran, ne? Das schaut... gut aus, doch, doch. Es passt soweit. Aber da hätten wir jetzt tatsächlich ein brauchbares Signal, ne? So wie es ausschaut. Wenn jetzt da Zeug eingebe, guckt's, dann kommt hier, das, der macht, das sind quasi die Zeichen, die jetzt hier mehr werden, ne? Ich habe gerade was getippt, jetzt zeichnet er quasi mehr hin. Da wird hier schon irgendwo noch ein Signal kommen, ne? Was ihm die erste Zeile mitteilt. Das, was man da zwischendrin wahrscheinlich so zumpeln sieht, würde ich mal schätzen. Das da ist wahrscheinlich die erste Zeile, ne? Das würde ihm die erste Zeile mitteilen. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Klar, ein alter Fernseher, die sind gnädiger, ne, die Dinger. Der wird vermutlich einfach das irgendwie dargestellt kriegen. Also, dass sie quasi mit dem 555er das schönere
Seiten starten, anfangen, Signal hinkriegen. Also wenn wir die Pegel völlig ignorieren, dann passt es. Dann haben wir diese Spitzen hier nach unten jeweils, die wir da haben, da rechts Richtung minus irgendwas. Das ist Sync-Signal. Und das oben ist quasi komplett weiß. 100% weiß. Und da, wo wir rechts die Zeichen haben, da haben wir nicht 100% weiß, sondern da stellt da irgendwie diese Zeichen da. Ja, soweit sollte es passen. Und jetzt ist nur die Frage, ob ihm dieses lange Signal hier vorne weg, ob ihm das reicht, damit er weiß, jetzt muss er eine neue Seite anfangen, beziehungsweise ob das sogar der Peak da ist. Das müsste ja irgendwie sein, oder? Vertikal Sync schaut wie aus? Wie der letzte Peak da aber mehrfach, okay? Ja, kriegen wir halt nicht her, ne? Ist nicht da, kriegen wir nicht. Schaut nicht gut aus. Das wird sein, dass die das mit dem 555er dann raushauen, ja. Aber nichtsdestotrotz sollte das ganze Zeug immer noch unverändert eigentlich meiner Meinung nach mit dem RF-to-HDMI-Adapter gehen. Irgendeine Kleinigkeit ist das einfach nur, die nicht funktioniert. Meiner Meinung nach. K für Keyboard steht da, ne? Wenn wir jetzt da mal reingeben, keine Ahnung, was tippen wir ein? Wir tippen ein, DIM. Okay, DIM geht schon mal nicht. Go to. Go sub. Jetzt schaut es ja mal gar nicht mal so schlecht aus. Möchte jetzt gerade mal gesagt haben, ne? Bisschen rumgelötet und schon geht's besser. Was sind wir denn jetzt da mit der ganzen Einstellung? Ich kann die Zeichen tatsächlich gerade lesen. Aber das Problem ist, das ich da gerade habe, dass die halben Zeichen nicht mehr funktionieren. Ich habe das jetzt mal direkt dran gesteckt gehabt. Ich glaube einfach, dass die Tastatur dieses Foliendings, was man da reinsteckt, halt auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Man sieht es da schon, die sind, ich glaube, ich habe die damals schon mit irgendeiner Silberlösung nachgebessert und da sieht man auch, also ich glaube, dass das da auch gebrochen ist. An der Stelle. Wenn ihr mich fragt, ist das an der Stelle gebrochen? Jetzt müssen wir mal gescheit rein und schauen, was die Kamera sagt. Ja, das ist tatsächlich an der Stelle gebrochen. Das heißt, die Signale da an der Stelle, die Signale an der Stelle, die kriegen wir eh schon mal nicht mehr, die Tasten. So, jetzt schauen wir uns mal das Y-Signal von meiner Kamera an. Der hat ein ganz anderes Signal, der macht einen Low-Peak. Und dann nochmal einen kurzen High-Peak dazu. Und dann kommen, also das, was da so flackert, das sind die Bildnummern. Also wenn ich jetzt hier komplett dunkel mache, hier wird schwarz. Und wenn ich jetzt die Helligkeit voll aufdrehe von der Kamera, dann sind wir bei 100% weiß. Jetzt drehe ich die Helligkeit runter von der Kamera, dann gehen wir Richtung schwarz. Und so sind wir bei komplett weiß. Das wäre quasi das Analog-Video-Informationssignal. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir jetzt Video? Also das Triggern funktioniert mal gar nicht auf dem Videosignal. Ich hätte gerne einen negativen Puls an der Stelle hier. Perfekt, den wollte ich. Das ist Sync-Signal. Das ist das Sync-Signal, Leute, so sieht das aus. So sieht das aus. Mehrere Peaks, wo er sich aufsynchronisieren kann. Und dann kommen in dieser Art und Weise die Daten daher. Das ist das Sync-Signal. Ich habe auf einen negativen Puls getriggert mit einer gewissen Pulslänge. Und dann haben wir das jetzt genau hingekriegt, zum Glück. Das ist das Pulssignal. Diese Peaks da. 1, 2, 3, 4, 5 Peaks. Das macht dann vermutlich der NF555, diese Pulssignale, dass der quasi sich das Zeug holt und dann raus synchronisiert. Dann allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's es gut. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.